In der Schule, im Kuhstall, auf der Baustelle. Hier sind die Motive für das neue Spendenprogramm der Sporthilfe entstanden. Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner hatte seinen Bob in einen Rohbau geschleppt. Alexander Stadler seine Hockeyausrüstung in den Klassenraum. Franziska Kampmann ihr Ruderboot in den Kuhstall. Denn alle drei haben zwei Arbeitsplätze, den Sport und den Job. Ja, mein Tag sieht so aus, dass ich meistens um 5 Uhr aufstehe und um 6 Uhr im Melkstand stehe. Die neuen Anzeigen sollen auf die enorme Doppelbelastung der Athleten aufmerksam machen. Erfolgreiche Sportler, die nebenbei eine Ausbildung auf dem Bauernhof machen, noch zur Schule gehen oder Elektrotechnik studieren. Eins vereint die drei Protagonisten des Fotoshootings. Sie wissen, dass sie nach der Sportlerkarriere einen Job brauchen. Mein großes Ziel ist ja später mal auch nicht nur erfolgreich im Sport zu sein, sondern auch erfolgreich in der Arbeit. Ich sehe das bei meinem Vater, der hat eine eigene Firma und in so eine Position will ich auf jeden Fall auch mal kommen. Und somit ist mir das Studium sehr wichtig, dass ich einfach einen Abschluss habe, einen Titel. Und damit kann ich dann später arbeiten und auch Geld verdienen. Noch ganz am Anfang sowohl der sportlichen Karriere als auch des beruflichen Wegs steht Hockeytorwart Alexander Stadler. Training frühmorgens vor der Schule, Einzelunterricht, um versäumtes nachzuarbeiten. So arbeitet er an Abschluss und Edelmetall. Ich werde die Schule in 2 Jahren beenden. Aber mein Traum ist, dies sind die Olympischen Spiele irgendwann mal. Die ungewöhnlichen Motive sollen die Sportfans motivieren, die Sporthilfe zu unterstützen. So kann jeder Fan zum Förderer werden und seinen kleinen Anteil zum Erfolg der deutschen Athleten beitragen. Denn die sind zwischen Job und Sport genau auf diese Unterstützung angewiesen. Die Sporthilfe hilft ja dabei, den Sport bestmöglich zu führen. Zum einen ist die finanzielle Unterstützung der Sporthilfe natürlich hilfreich. Zum anderen die Angebote, die die Sporthilfe sonst noch hat, die sind natürlich auch sehr gut zu nutzen. Ich bin sehr froh, dass ich die Sporthilfe habe und ohne denen wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Für die Athleten war es Ehrensache, bei den Shootings für die Anzeigen mitzuwirken und so Danke für die Unterstützung zu sagen. Sie hoffen, dass ihr Appell nun auch bei den Fans ankommt.